Halt, stopp! Du willst einen fetten All-Inclusive-Urlaub in Ägypten mit 500 Euro Taschengeld, einem fetten Supplement-Paket für 300 Euro und ein All-Inclusive-Coaching? Du willst mehr erfahren? Klick hier drauf. Wäre lustig gewesen, wenn ich nicht aufgemacht hätte. Du Arschloch! Reinspaziert! Knapp 20 Grad kälter hier drin. Yes. Willkommen in unserem neuen Zuhause. Wir haben das Haus jetzt gewechselt, beziehungsweise wir hatten vorher ein Apartment. Das habt ihr auch schon gesehen. Und jetzt sind wir für längere Zeit in diesem Häuschen. Wunderschön. Um das vorweg mal zu klären, kostet 500 Euro im Monat. Das teilen wir uns beide. Das ist ein geiler Preis, finde ich. Für deutsche Verhältnisse natürlich sehr geil. Für hier ist es Durchschnitt. Für deutsche Verhältnisse ist das super krass. Ich habe in der Großstadt quasi fast das Dreifache alleine bezahlt. Ja. Alexa, aus. Übrigens unsere Hausdame, Alexa. Auch am Start hier. Genau. Alexa, wie geht's dir? Ich freue mich, dass Sommer ist und habe mir einen kleinen Schabernack überlegt. Sag einfach, ab geht's nach Rügen. Alexa, ab geht's nach Rügen? Hier ist eine Antwort, die ich von wikipedia.org übersetzt habe. Mit der Einnahme der Festung unterwarf sich die Insel... Alexa, aus! Alexa ist auch auf Prep, ihr Hirn macht nicht so ganz mit. Ich habe keine Ahnung, was ihr von mir wollt. Wir zeigen euch jetzt mal ein bisschen das Haus, viel Spaß, los geht's! IFBB Pro Mike Sommerfeld wird präsentiert von Climax, dein Partner für Fitness Essentials. Climax. So, kommen Sie rein in die gute Stube. Das ist unser Essplatz/Arbeitsplatz. Wie man sehen kann. Genau. Und dann hier der andere Arbeitsplatz. Hier steht übrigens schon der Kaffee bereit. Und ja, das sind wirklich 700 Milliliter Kaffee. Hier verbringen wir die meiste Zeit eigentlich beim Kochen. Und wir haben uns auch noch ein kleines Upgrade gegönnt. Das zeige ich euch gleich. Riesengeile Küche, sehr viel Platz zum Kochen, macht riesig Spaß. Was allerdings wirklich gewöhnungsbedürftig ist, ist, dass man kein Trinkwasser aus dem Hahn hat. Kein Hahnwasser. Also wir müssen ständig irgendwie Getränke besorgen, Wasser besorgen, however. Hast du das Wasser aus dem Hahn eigentlich mal probiert? Nee, du? Ja, einmal aus Versehen. Ich habe meine Flasche aufgefüllt, habe angesetzt und so einen kleinen Schluck getrunken und es hat einfach wie Moda in Wasserform geschmeckt. Ja? Ja, voll eklig. Besser als wie Chlor. Unser Kühlschrank, Gefrierfach Nummer 1. Da ist jetzt Kleinkram, Gemüse und so drin, Kühlschrank, Lebensmittelquatsch kennt man und ein Lebensmittelschrank. Da sind so Gewürze drin und, oh, das muss ich euch mal zeigen, schaut mal. Pronto Jello Light, das ist Wackelpudding ohne Kalorien. Wie glücklich du aussiehst. Da kommt so ein halber Apfel rein, wird reingeschnitten. Fresh. Und was wir jetzt mittlerweile morgens immer machen, das ist typisch amerikanisch mit so einem Blender, da kommt dann Glutamin rein, Lemons rein, Ingwer rein und dann machen wir uns am Morgen einen Shake und ab morgen, Schatz, wird es wahrscheinlich mit Sellerie sein. Ein Sellerie-Shake. Oh, ich freue mich riesig. Yes. Grüße gehen raus an Neil. Mhm. Dann ist, also hier werden wir Wäsche aufhängen. Hier ist auch Waschmaschine. Und wieder dieses typische mexikanische Waschbecken. Was soll das? Wenn man mit der Hand mal schrubben will vielleicht, das ist ganz geil. Und weiter geht die gute Fahrt. Am meisten feiere ich ja hier die Traumfinger überall. Ja. Überall. Das war auch das allererste, warum wir uns für die Wohnung entschieden haben. Wir sind reingekommen und sie sagt, die nehmen wir, weil hier sind Traumfinger. Das ist so unsere To-Do für die Woche, was so ansteht und Quatsch mit Timeline natürlich, wann was für eine Uhrzeit was erledigt sein muss. Dann Bad Nummer 1. Eine Dusche, aber die duschen wir eigentlich nicht. Toilette ist auch hier, wenn es mal dringend ist und man nicht nach oben gehen will. Und das war's mit dem Untergeschoss. Aber jetzt zu guter Letzt mein persönliches Highlight. Komm mal mit. El Congelador oder El Gefriertruhe genannt. Und da drin befindet sich natürlich schon vorgekochtes Hähnchen. Und wenn wir das nächste Mal kochen, packen wir das ganze Ding voll mit so 30, 40 Mahlzeiten. Und dann ist man quasi seine eigene Meal Prep Company. Also rein, Mikrowelle, zack, Box auf, Box zu, Essen rein, tschüss und fertig. Also nicht jedes Mal 5 Stunden vorkochen und wieder abends da sitzen und kochen. Erspart sehr, sehr viel Zeit. Und jetzt gehen wir mal hoch. Wie nennen wir uns eigentlich mit unserer Meal Prep Company? Sommerfeld and Friends. Und ab geht's. Stairmaster von gestern. Wir haben jetzt richtige Treppen.
Unser Gästezimmer. Mit AC, einem super weichen Bett, ein Sofa, das wahrscheinlich noch nie jemand benutzt hat. Koffer stehen aktuell noch hier, irgendwo mussten wir die ja hinräumen. Und ein eigenes Bad ist hier auch noch mal drin. Zeig mal. Yes. Huch. Nicht jeden Fall. Toilette, Waschbecken, so ein hässlicher Typ. Und eine Dusche mit Duschvorhang. Voll die natürlich. Große Dusche. Große Dusche. Mhm. So, und jetzt unser Schlafzimmer. Der Kleiderschrank, der ist übrigens alles an Kleidung, was wir überhaupt noch haben. Und das gehört ihr, das gehört mir, ihr und hier noch ein paar T-Shirts von mir. Und natürlich, was nicht fehlen darf, selbstverständlich, die Olympiajacke, die musst du mit. Die Olympiajacke. Die Olympiajacke. Ach, guck mal, jetzt hat sie sogar das Bett gerichtet, so halb. So hübsch, oder? Wundervoll. Besonders cool auch mein Spiegel. Endlich haben wir meinen Spiegel. Gott, noch so hässlich, bitte. Bah, hör auf, das zu filmen. Deine Waage. Ja, das ist die Reisewaage. Also, ich guck mal. Na, wo ist es? Da ist es. Ja, 7 Kilo bis Stage Weight. Machbar. Und hier ist nochmal das Bad, was wir eigentlich benutzen. Ist zwar kleiner als das andere, aber hier ist eine größere Ablage. Deswegen haben wir uns für dieses Bad entschieden. Nein, du hast dich dafür entschieden. Ich sag doch, wir haben uns dafür entschieden. Ja. Auch ganz cooler Tipp hier für die Bodybuilder. So ein Rasierer. Die sind wirklich geil. Die rasieren bis auf null, kosten 20 Euro bei Amazon und der hält mir schon 2 Jahre. Also kann man nicht meckern. Das war's, mehr habe ich nicht zu zeigen. Gut, dann verabschieden wir uns. Adios. Bye.